Einen wunderschönen Samstag. Willkommen zurück zu 60 Seconds. Wir versuchen hier was zu reißen diesmal. Und wir müssen gucken, wir sollen ein Spiel mitnehmen. Das haben wir schon. Sehr guter Anfang. Komm, du mit und Wasser komm mit. Sollen wir hier mal gucken, dass wir hier ein bisschen was rausholen. Dieses dauernde Abgelose, gerade in der letzten Runde, war ja eine Katastrophe. Komm mit. Nimmst du mal bitte das Ding damit. Was soll denn das? So, wollen wir hier zurückgehen. Hier wichtigen Stuff mitnehmen. Das Buch nehmen wir mit. Die Karten nehmen wir mit. Und das Wasser nehmen wir mit. Sehr schön. Immer den Blick auf die Uhr natürlich werfen. So. Du musst mitkommen. Genauso wie die Map. Ah, die Map. Die Map. Lauf, 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 lauf. Geschafft. Da wäre fein. Ich denke, das ist nicht so schlecht. Werden wir aber gleich sehen. So, neuer Tag beginnt. Wir sind mit der ganzen Familie hier unten. Haben die Map, Radio sowie ein Scout-Handbuch. Beide Spiele. Erste-Hilfe-Kit inklusive Bugspray. Drei Dosen Essen. Du warst ein bisschen hinterhergehangen, oder? Drei Dosen Essen und sechs Flaschen Wasser. Also Wasserflaschen ist ein Riesending. Alle von uns haben es geschafft. Das war ganz schön knapp. Wir sind alle zusammen hier und können es schaffen. Wir haben in uns daran gehört zu haben, dass Dosensuppe gut ist. Viel Essen heißt, wir können daraus essen, daraus schlafen, damit reden. Viel Wasser heißt kein Problem. Wie immer, best ausgerüsteter Shelter überhaupt. Gut, starten wir mal. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in irgendwelche blöde Streitigkeiten reingelangen. Oder sich ausbreiten, denn das kann zu Problemen führen. Ich bin mit dem insgesamten Start gar nicht so unzufrieden. Gerade das Wasser ist natürlich ein riesen Fortschritt. Das Dosenessen reicht auch. Das reicht jetzt genau für dreimal Essen für alle. Und das sind dann mal, ich schätze mal, knappe 2,5 bis 3 Wochen, die man damit schon überbrücken kann. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang. Wenn wir da einen guten Start beim ersten Suchen finden, am besten natürlich eine frühe Mutation von Mary Jane. Ich wiederhole mich da wahrscheinlich wie in jeder Folge, aber sobald sie mutiert, ist das natürlich ein easy Selbstläufer. Sie immer rausschicken, sammeln lassen, einmal eine Waffe finden, damit wir uns wehren können und die sollen hier einfach nur rumsitzen. Und mehr geht's ja gar nicht. Die wollen alle was trinken, wir warten trotzdem. Wir werden jetzt hier nicht das Wasser raushauen wie sonst was. Und wir kriegen jetzt schon einen Müllberg, aber wir haben immerhin das Scout-Handbuch zum Zermatschen der kleinen Kakerlaken, Freunde. Muss auch mal sein. Wir müssen halt aufpassen, aber diese Kugel kommt mir gerade noch zu ausweichen. Auch wenn die Kugel groß war, haarig, 8 Beine hatte, oder acht Beine und einen glühenden Kopf. Hoffentlich müssen wir damit nie wieder was zu tun haben. Sie brauchen alle Wasser, die können aber noch einen Tag warten. Von daher geht's einfach mal weiter. Wir werden verrückt, dann lass uns doch mal ein bisschen Dame spielen. Zu viert. Teamdame. Oder Mühle. Sicherlich auf der Rückseite auch Mühle drauf. So, ein bisschen Spaß mal, ein bisschen Spaß haben, lässt uns schon Sachen vergessen, wenn wir nur wissen was. Wasser, 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 Wasser. Alle wollen Wasser, alle kriegen Wasser. Ausflüge sind noch nicht möglich. Wir hoffen jedoch, dass wir bald die Chance haben, Radio zu hören. Und wir hören uns währenddessen wieder mal an das Barbecue, das im letzten Frühling in die Luft gejagt wurde von den Nachbarn. Die sind halt verrückt. Die haben Spaß daran. Ich glaube, die machen das mit Absicht. Würde mich nicht wundern. Nichts Neues über Mary Jane. Genauso wenig über Timmy und Dolores. Ted hat ebenfalls keine Probleme. Großer Vorteil, weil wir dann einfach weitermachen können hier. Good or bad? Sollten wir die Tür öffnen? Ja, wir öffnen sie mal. Komm, wir öffnen die Tür mal. Mal gucken, was uns so früh begrüßt. Wir leben noch. Die Krankheit. Na, herzlichen Dank auch. Ah, toll. So, Mary Jane ist hungrig, Timmy ist hungrig, Dolores ist hungrig und Ted ist hungrig. Alle kriegen was zu essen. Jedoch kriegt Dolores keine Medikamente. Wir schicken sie erstmal raus. Wir hören währenddessen lieber ein bisschen Radio. Kann ich hiermit eigentlich bestimmen, wo sie hingehen? Wir sagen mal, sie sollen an die Docks gehen. Schwaches Signal, der fordert es zum größten Teil weg, das ist sehr gut.
Timmy sollte was trinken, genauso wie Dolores und die anderen beiden. Dolores kriegt schon was, aber sie muss ja jetzt raus. Wir schicken sie direkt raus, damit sie auch keinen anstecken kann. Müssen wir auch drauf achten. Wenn sie schon krank ist, soll sie nicht die ganze Bazillen hier verschleudern. Die sollen alle was trinken. Dann können sie alle was trinken. Dann ist die nächste Flasche leer. Wir können hier unten rumsitzen. Nichts tun. Und mal schauen. Komm, wir hören einfach mal ein bisschen, ob da jemand ist, der uns retten kann. Oder möchte. Ah, ja, okay. Okay. Wir sollen wieder mal ein bisschen geduldig warten. Und das ist eine Sache, die wir gar nicht drauf haben. Sie wussten nicht genau, wann es ist, aber Hilfe ist unterwegs und es gibt bald weitere Instruktionen. Mary Jane fühlt sich gut. Timmy fühlt sich auch sehr gut. Die Frage ist, wie lange. Ted hat ebenfalls nichts zu beanstanden. Also insgesamt bisher sehr guter Lauf. Außer die Krankheit von Dolores. Aber sobald sie wiederkommt, kriegt sie ihr Medikit und dann ist alles gut. Sollte sie es nicht schaffen, Pech gehabt, dann schicken wir den nächsten raus und wir bleiben bei der Medikit. Also es ist für mich eine Win-Win-Situation in dem Moment. Genug Streitigkeiten, es sind wichtigere Sachen, auf die wir uns gerade konzentrieren müssen. Mary Jane zum Beispiel, gar keine Probleme. Zumindest sagt sie nicht laut. Timmy, der gute Pfadfinder ist, handelt die ganze Situation sehr gut. Ist sogar ein bisschen aufmunternd uns gegenüber. Ted beschwert sich nur, was für ein beschissener Platz das auch ist. Gut, die Frage ist, wir müssen jetzt hier sogar das Spray benutzen, denn sonst könnten sie krank werden, das will ich nicht. Wenn ich hier jetzt schon wieder drei kranke Leute so früh habe, können wir einfach nichts mehr reißen. Das haben wir ja in der Folge am Dienstag gesehen, die sehr kurz war. Okay, Timmy sollte was trinken, genauso wie Mary Jane und Ted, aber wir warten damit noch einen weiteren Tag. Schon wieder Kakerlaken. Komm, mach zu Blatt mit dem Buch. Zermatsch, das nimmt vielleicht mal eine andere Seite. Nicht immer dieselbe, ist sonst eklig. Dann klebt das auch viel besser zusammen. Das war knapp. Wir haben diese Typen gerade noch so losgeworden. Kakerlaken sind das Schlimmste, aber radioaktive Kakerlaken? Yikes. Mary Jane ist hungrig und hätte gern was zu trinken. Timmy hätte gern was zu trinken. Genauso wie Ted. Dann trinkt doch einfach alle mal was. Band of People are dressing Queen showing in a dubstep, claiming that they take from the witch. Nope. Ihr bekommt gar nichts, weil ihr beklaut uns, weil wir so viele Sachen haben. Dann machen wir nicht mit. Ich habe mich einmal von denen übers Ohr hauen lassen. Ein paar Fremde könnten Banditen sein. Suchen nach Search the remains of our house above. One of the mentioned they captured a woman who's a touching match. Dolores. Ja. Toll, also Dolores ist auf jeden Fall wieder mal gefangen genommen worden von den Fremden, die unser Überreste vom Haus, also unsere Ruine quasi, durchsucht haben. Wir haben diese Gespräche nicht irgendwie akzeptiert, also als angeklopft wurde. Wir ignorieren es. Alle haben Hunger, dann esst alle was und jetzt wird Timmy rausgehen. Nein, ans Telefon gehst du nicht. Am Ende wirst du wieder nur krank. Das machen wir nicht mit. Ist natürlich doof, dass wir jetzt Dolores so früh verlieren. Jetzt müssen wir einen rausschicken. Das Problem dabei ist jedoch, dass wir oben auf jeden Fall die Banditen sehr wahrscheinlich weiterhin haben werden. Das heißt, es kann sein, dass keiner von uns in irgendeiner Weise da wieder zurückkommen kann. Also by the scare, no more or slow aspiration, we're pretty sure there's a small group of survivors nearby. Old folks, ja. Raubt mal die alten Männer da raus oder alten Frauen. Die älteren Herrschaften. Was hast du denn gefunden? Viermal Essen mitgenommen. Ja, wir sind jetzt zwar reicher an manchen Supplies, aber wir fühlen uns nicht besser. Wir sollten einfach dieses Ding hier nie wieder ansprechen. Die sollten alle was trinken. Dann trinkt doch einfach mal was. Ist kein Problem. Und Timmy geht raus. Und wir können hier doch Sachen mitnehmen. Das raff ich nicht. Ich dachte, das wäre nur da für den Suitcase. Oder heißt es dann, dass man mehrere Sachen mitnehmen kann? Das ist wahrscheinlicher sogar. So, Timmy ist raus. Mal gucken. Wasser ist nicht mehr so viel da. Essen dafür umso mehr. Wir haben noch das Erste-Hilfe-Kit. Das in der Ecke kann ruhig 1-2 Dosen klauen. Das wird eine Ratte sein. Ja, hat auch ein bisschen was geklaut. Eine Dose, das ist nicht so schlimm.
Mary Jane ist gar nicht besorgt. Zumindest sagt sie es nicht. Und für Ted war der Tag auch sehr ruhig bisher. Das heißt, wir können hier direkt weitermachen. Und hoffen einfach mal, dass Timmy den Weg wenigstens wieder zurückschafft. Weil andernfalls ist das echt unangenehm. Ist besser, hier unten sicher zu sein, als tot irgendwo oben rumzuliegen. Mary Jane ist hungrig und durstig. Komm, esst und trinkt einfach mal. Ach, jetzt haben wir hier Militär-Broadcast mitbekommen. Können aber leider keine Signale hinterlassen, weil uns die Batterien bzw. die Taschenlampe fehlt. Das ist unschön. Da fliegt das Flugzeug vorbei. Aber die Batterien waren zu teuer. Ted hat Hunger. Es ist aber sehr imposant, wie gut Mary Jane alles hier handelt. Wir haben schon wieder ihr ein großes Hasentier. Wir können nicht schlafen. Wir können das Hasentier aber auch nicht töten, weil wir keine Waffen haben. Deswegen lassen wir es einfach mal machen. Mary Jane konnte nicht pennen, deswegen ist sie erschöpft. Aber ansonsten eine weitere Dose weg. Wow, Tiere stehlen uns unser Essen. Was ist los? Nee, wir können ja nicht rausgucken. Wir können nicht Pancake beobachten, weil wir haben gar kein Equipment. Aber Timmy kommt wieder. Er kommt krank wieder, hat aber Wasser mitgebracht. Das ist sehr gut. Ja, unter anderem schon in der... Unter anderem Umständen hätten wir vielleicht mal draußen nachgeschaut. In dem Fall nicht. Wir sind froh, dass er wieder da ist. Und er ist runter zu den Docks gelaufen. Sogar das, was ich wollte. Cool. Der Supermarkt oder ja, Warenhaus hat die Explosion überlebt. Dosensuppe. Okay, also die dachten immer, dass Dosensuppe aus Amerika kommt. Aber es kam aus einem anderen Land, dessen Name sehr seltsam ist, an den ich nicht erinnern können. Oder wiedererkennen können. Wenn man den Mindesthalberkennungsdatum glauben kann, wurde diese Last erst nach der Explosion verschippt. Wasser war überall, deswegen hat er auch gleich mal 4 Flaschen gefüllt. Außerdem gab es da in einem fast vollgelaufenen Container eine schwarze... Was? The half-drawn container in the back was there. Ja, auf dem Container stand eben nichts Wichtiges. Es war voller Munition. Da hatte ich mal ein bisschen was mitgenommen. Mary Jane ist durstig. Timmy ist hungrig. Okay, Timmy ist hungrig und kriegt das da. Und ihr beide kriegt das da. Weil jetzt haben wir so viel zu essen und zu trinken, da können wir erstmal warten. Oder wir schicken Mary Jane direkt hinterher. Mary Jane spotted something all of you missed a seed. A plant seed. We should plant it. Komm, plant es diesmal. Vielleicht kommt was Besseres raus. Wir haben so viel Wasser. Machen wir jetzt mal einfach. Ich hoffe, dass da diesmal keine fleischfressende Pflanze rauskommt und dass ihre Moral dadurch besser wird. Timmy sollte was essen und was trinken. Aber er ist wieder gesund. Dann ess und trink doch was. Outside, den other. Wir schicken sie raus. Jetzt, wenn du schon eine Pflanze bekommst, guck mal, was du draußen findest. Also, du kannst nicht nur nehmen, du musst auch wieder was zurückgeben. Ja. Das ist ein Geben und Nehmen, die Situation. Timmy hat Hunger, er hat viel Essen mitgebracht, deswegen kriegt er jetzt was. So, und weil Ted nichts gemacht hat, kriegt er auch nichts zu essen. So einfach ist das, ist doch nicht schwer zu verstehen. Mann, sie ist von mir nicht erzogen worden. Was hast du gemacht, Ted? Okay, Dolores hat wahrscheinlich die Erziehung machen müssen, aber sie ist ja dauernd weg, wie man hier sieht. Kommt nicht mal wieder, um ihre Kinder zu erziehen. Timmy sollte was essen. Was ist los? Was ist los mit dir? Außerdem sollte er was trinken. You got used to it. All ventilation vents have halted and no fresh air seems to be... Ja, komm. Reparier mal aus Spaß einfach so die Ventilatorensystem. Bringt dir sicherlich sehr viel. Wahrscheinlich bist du jetzt verletzt. Nein, du bist krank geworden. Schön. Toll, da kam eine Gruppe von sauren oder wütenden Mutanteninsekten mit Flügeln. Super. Ah, toll, jetzt ist er wieder krank. Jetzt muss Mary Jane was mitbringen. Ja, komm. Guck mal nach, was da für ein Gestank ist. Kranker als krank kannst du nicht werden. Gesundheit. Mary Jane ist wieder da, das Rad ist aber kaputt gegangen. Es läuft gerade eine Katastrophe ab hier.
Ja, rumgesucht, dabei natürlich das Radio kaputt gegangen. Nein, stimmt nicht, es war eine sehr verrückte aussehende Kreatur, die rumgesprungen ist. Dadurch ist es kaputt gegangen. Mary Jane ist wieder da, hat an ein paar Autos nachgeguckt. Da gab es unter den verbrannten Überresten eines Picknicktisches, fand sie ein bisschen Wasser. Ihr hat sie mitgenommen, außerdem noch einen Koffer gefunden. Mary Jane sollte was essen und ist müde. Timmy sollte was trinken. Und ansonsten nichts. Also du essen, du trinken. Ausflug geht nicht, weil wir können ihn nicht rausschicken. Sonst sind die beiden alleine. Doorshut has been checking. Okay, jetzt haben wir noch ein Erdbeben. Wir können aber sowieso nichts retten, weil wir nichts haben, was sich zu retten lohnt. Gesundheit. Was ist los mit euch? Müde, durstig und hungrig, durstig und krank. Toll. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Du hast Durst und du hast Durst und Hunger. Du Durst, Durst und Hunger. Timmy wollte nichts. Von daher geht's direkt weiter. Ja, Mary Jane hat natürlich jetzt ein riesen Pflanzenmonster gehabt. Natürlich war es nichts Gutes, was Essbares. Das müsste sie eigentlich randaliert haben, oder? Nee, sie hat keinen gebissen. Hat nur ein bisschen Essen von uns geklaut. Naja, dann. Timmy weiterhin ein guter und tapferer Pfadfinder. Mary Jane ist hungrig. Dann nimm was. Today during breakfast, we start when our maps light off the wall. Natürlich, guck mal, was hinten dran ist. Wieder mal einen Safe gefunden durch Zufall. Ja, ist ja nicht so, dass sie eben diesen Ding hier auch gebaut haben müssen. Was gab's? Bugspray. Naja, kann helfen, wenn wir in naher Zukunft das Erste Hilfe gut machen können. Das wäre sehr praktisch, um Ted zu retten. Hier unten sicher zu sein, ist besser, als irgendwo pulverisiert an der Oberfläche rumzuliegen. Wobei, dann liegst du wahrscheinlich nicht, du bist eher durch die Luft. Naja, die Aussicht ist wahrscheinlich besser. Aber insgesamt auch nicht das Gelbe vom Ei. Die sehen alle sehr fertig aus. Alle sind durstig, außerdem ist Timmy noch hungrig. Von daher trinkt alle was und du isst noch was. Wir haben so viel Wasser gerade, da können wir das sehr gut machen. Mary Jane wird rausgehen. None of us can sleep. Gut, jetzt sind wir alle müde. Das heißt, das mit dem Rausschicken von Mary Jane wird sich auch erledigt haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ah, sie sind alle verrückt. Wow, wie der aussieht. Voll die blutunterlaufenden Augen. Krass. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber die anderen sind verrückt geworden. Schön. Tired, crazy, hungry. Da, dann ist was. Ausflug geht natürlich nicht. Das heißt, wir können einfach weitermachen. Ich hätte ja gern dann mal Gesundheit. Meine Fresse. Sag doch mal Dankeschön. Was ist los mit euch? Problem ist, wir können halt keinen von denen jetzt irgendwie erholen lassen. Weil wir keine Tabletten dafür haben. Wir können auch keinen rausschicken, wie es scheint. Nee. Okay, als er draußen war, hat er sich einen Kratzer geholt. Das sieht schlecht aus. Wir können dich aber leider nicht heilen, Timmy. Das heißt, du wirst auch bald abhauen, weil du keine erste Hilfe kriegst. Ah, nee, du bist infiziert. Sehr schön. Ja, kann man auch mal machen. Die beste Medizin von irgendwelchen Krankheiten und sowas ist einfach to clench your teeth and ignore it. Also Zähne zusammenbeißen und ignorieren. Das ist, was die Grundmutter, die Großmutter immer gesagt hat. Natürlich ist sie tot. Und das auch schon für eine Zeit lang. Als sie jetzt einen bösen Froschbiss bekommen hat, als sie 25 wurde. Was? Of course, she's dead now and has been for a while. Ever since she got. Ja, sie war tot, ist nun tot. Und ist auch schon eine Zeit lang. Seitdem sie im Alter von 25 Jahren gebissen wurde? Das ist irgendwie unrealistisch, oder? Wobei, nee, eigentlich nicht. Da könnte sie schon Mutter gewesen sein. Die Mutter muss dann dementsprechend als Halbwaisin aufgewachsen sein. Es geht sogar. Mary Jane ist hungrig und durstig. Timmy ist durstig und fühlt sich schlecht. Also alle trinken, du essen. Kann ich wen rausschicken? Natürlich nicht, außer Ted. We had the chance to meet the strangest person today. You looked just like a human, except with triple the amount of hands. Ja, okay. Das sind ja die netten Menschen. Was haben wir denn? Drei und drei. Drei Viertel. Ihr kriegt einfach mal ein Essen von uns. Hoffentlich hilfst du uns.
ihr netten, mutierten Menschen. Alles andere wäre unfair. So, Mary Jane scheint es gut zu gehen. Ted ist immer noch nicht gesund geworden. Was mit Timmy? Timmy steht nicht drin. Also im Tagebuch ist Timmy schon tot, wie es scheint. Er wird gar nicht mehr erwähnt. Da töte die Kakerlake mit deinem Scoutbuch. Ich hätte gern mal ein Erste-Hilfe-Kit. Bitte. Wenn wir nichts wegen Timmys Krankheit tun, wird es schlimmer. Und wir sollten noch was wegen Teds Krankheit machen. Können wir nicht. Wir haben leider keine Möglichkeiten. Juhu! Los, bastel dir ein Erste-Hilfe-Kit. Los, bau es. Vielen Dank. Die Frage ist, wer kriegt das? Eigentlich müsste es Ted kriegen. Weil er der Einzige ist, der alleine hier unten theoretisch überleben kann. Problem ist nur, wenn wir es ihm geben, die Gefahr ist, dass er wieder krank wird, weil er angesteckt wird. Wie war die Reihenfolge? Ist Ted zuerst krank geworden oder ist Timmy es? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wer von denen wurde zuerst krank? Wir warten mal noch einen Tag. Ausflug geht immer noch nicht. We could really use some more supplies. We counted on the today numbers did not make us happy. Ah, okay. Also, da ist wieder ein Lehrer mit ein paar Schülern. Das sollte ein sehr einfaches Ziel für uns sein. Machen wir mal. Komm, geht mal hin. Sobald sie euch grünen Menschen sehen, wenn sie eh abhauen, weil sie Angst haben. Es gab nichts. Echt nicht. Wow. Also, als wir da hingegangen sind, hat mir keine Ahnung, dass da ein Alarmsystem an der Tür installiert worden ist. Sobald wir sie versucht haben zu öffnen, gab es einen Alarm und die Tür wurde aufgerissen und die wurden beschmissen und angesprungen mit Pflasterstein and Map Pointers. So Zeigenstöcke, wie es früher gab. Waren viel zu viele Erwachsene, wir dachten, es wäre nur ein Lehrer, aber es hat sich herausgestellt, dass der Lehrer die Kinder zurückgelassen hat, damit mehr Platz für ihn ist. Also bis es für die Lehrer war. Diese schlimmen, schlimmen Lehrer. Was für ein geiler Ding. Ich finde das gut. Ah, wie toll. Mary Jane ist immer noch verrückt. Ted ist verrückt. Ja. Und Timmy verhält sich noch verrückter als sonst. Wir werden jetzt Ted mal heilen. Nee, werden wir nicht. Wir warten noch einen Tag. Ein Tag geht noch. Kommt schon. Du überstehst den einen Tag noch. Hier unten zu überleben ist kein Spaziergang im Park. Es wird nicht einfacher. Ich hoffe jetzt, dass er noch lebt. Leben noch alle. Okay. Mary Jane ist ausgeruht. Ted ist hungrig. Jetzt bekommst du das hier. Mary Jane ist nur ausgeruht. Und Ted ist hungrig. Okay, dann kriegst du das. Und wir schicken Mary Jane raus. Nein, die Doktoren kriegen diesmal nichts von uns. Und zwar wirklich gar nichts. Sie sollen uns gestohlen bleiben. Diese Pseudodoktoren. Ja. Mary Jane ist hungrig und durstig. Wir können Timmy nicht ohne Wasser lassen. Und wo ist das Wasser, was Ted braucht? Dann machen wir es so. Und jetzt schicken wir sie raus. Und du nimmst mit. Nichts. Nö, nichts. Ja, und der Koffer ist halt wirklich dafür da, dass mehrere Items mitgenommen werden können. Bei mir ist dieselbe Aufnahmesession wie am Dienstag. Das heißt, wenn ihr was in die Kommentare geschrieben habt, konnte ich es nicht lesen. Ja, Ted ist immer noch verrückt. Timmy, du könntest wieder mal abhauen, nicht, dass du deinen Vater ansteckst. Sei mal so nett. Du hast keine Lust zu gehen, hä? Du bist gekommen, um zu bleiben. Was haben sie mit dem Scout-Handbuch gemacht? Das war doch eben noch da. So, was wir heute machen, wird unser Morgen sein, also lasst uns gleich richtig tun. In a frenzy, he tore out all the pages from his beloved Scouting book and turned into dozens of paper planes. If he could, it really wasn't many. Most of them landed in substance and in the bucket. Fortunately, the pages we managed to rescue aren't so much to use. Okay. Gut, also. Der Timmy ist ein bisschen verrückt geworden, hat aus seinem geliebten Scouterbuch alle Seiten rausgerissen und ganz viele Papierflieger gemacht, die alle hier rumgeflogen sind.
Wir konnten nicht alle auffangen. Manche davon sind in Essensdosen oder in Mülleimer gefangen oder in einen Eimer gefallen. Diejenigen, die sie noch rausfinden konnten, sind nicht sehr hilfreich, weil es nur ein Kapitel ist, was 100 Wege aufzeigt, wie man sich um seine Scout-Uniform kümmert. Wieso nicht? Wichtiges Kapitel in diesem Buch. Sehr wichtig, also wenn ihr das Buch habt, lest es, lernt es auswendig. Das Tolle ist, dass wir hier zwei Verrückte haben. Die Frage ist, kommt Mary Jane überhaupt wieder? Ted braucht Wasser. Timmy braucht Wasser. Komm, dann trinkt was. Nein, keiner redet. Wir können auch kein Radio anmachen. Das hat dieses seltsame Viech getötet. Das ist sehr unschön. Und ja, das Radio wurde getötet. Timmy sollte was essen. Dann ess doch einfach mal was. Ist doch jetzt hier ganz easy. Gut, wir haben wieder mal eine Theatergruppe gegründet, weil wir dachten, ein bisschen Rollenspiel wäre ganz lustig. Wir nennen uns The Thunderdome. Danach haben wir dann versucht, ein Skript für die Performance zu schreiben. Wir kamen fast in einen Streit, da haben wir gesagt, wir lassen es lieber und spielen demnächst was Einfacheres. Da hätte man früher drauf kommen können. Ich denke, das Theaterspiel nicht so einfach ist. Deswegen haben sie Eisball gespielt. Beim Buchstaben B war alles wieder langweilig. Timmy ist ausgeruht und Ted ist hungrig. Komm, iss. Mary Jane wird eh nicht wiederkommen. Suitcase, komm, mach auf. Mach auf den Koffer, komm. Was soll da schon Schlimmes drin sein? Bist du krank? Nee, bist nicht. Gar nichts. Gar nichts. Wie einfach gar nichts passiert ist. Naja, wie wär's denn mit dem Ausflug nach Nevada, den sie schon die ganze Zeit versuchen zu machen? Vielleicht sollten wir da hingehen. Wäre unser erster Schritt raus von hier. Versuch es. Oh, Mary Jane kommt wieder. Cool. Sie ist verrückt, ist krank, aber sie hat eine Gasmaske mitgebracht. Sonst nichts. Committee committed reading a newspaper. Ah, er hat die Map kaputt gemacht. Toll, weil er hat gemeint, das wäre wieder mal Klopapier. Und wir sollten warten, bis er zu Ende ist. Wir wurden wahrscheinlich verfolgt. Und. It's coming, nothing to show on search. Also, wenn einem hier, wenn man verzweifelt genug ist, dann wird man überall nachschauen, um was zu essen zu finden oder Wasser. Mary Jane hat sich durch Müllberge gewühlt oder durch die Mülltonnen der Nachbarn. Des einen Mannes Müll ist des anderen Mannes Schatz. Wieso auch nicht? Wir haben eine Dose Suppe gefunden, einmal trinken, wir haben eine Waffe gefunden. Und mitten da drin haben wir auch noch die Gasmaske gefunden. Welche Ironie, wir wissen es nicht. Lent us a hand and promised we felt much safer with them around and everybody made it back without a scratch. We get a chance to meet that group again. Was? Was? Was war nochmal am Tag zuvor? Das war doch der Koffer. Wir haben den Koffer akzeptiert, da ist nichts passiert und jetzt hat uns irgendwie hier jemand beschützt. Oder habe ich mich total verlesen? Ich weiß es gerade nicht, das wäre jetzt ärgerlich. Den anderen geht es überall schlecht. Wir können auch nichts machen, wir schicken Timmy nochmal raus. In einer Minute war noch alles gut, in der nächsten Minute springen wir uns an die Kugeln. Wie kann das passieren? Das ist verrückt. Wir müssen uns zusammenreißen. Ein bisschen zusammenreißen wäre ganz gut, aber sieht schlecht aus gerade. Mary Jane hat keinen Bock mehr. Weil wir kein Essen für Mary Jane ausgeben konnten. Also komm, du bist gerade erst wiedergekommen, hast davor gegessen. Jetzt roll nicht rum. So, bitte, ihr Blick war bereit, uns zu töten. Drink anything, just put it in the trash. We have no idea what came over here. Okay, Mary Jane hat in ihrem Wagen auch noch gleich mal eine Dose zu essen in den Müll geschmissen. Warum nicht? Jetzt wird es natürlich richtig lustig. Wir schicken Timmy raus, einfach nur damit er mit seinen verrückten Ideen nicht Ted noch irgendwie verrückter macht. Da muss sich der Sohn in dem Fall wirklich mal opfern. Aber ich sehe wieder schwarz. Willst du was trinken, oder? Ja. Komm, dann trink was. Ja, mehr können ich sie nicht Kakerlaken machen. Jetzt wirst du entweder krank oder du kriegst Besuch. Ich hoffe, du kriegst nur Besuch. Du kriegst Besuch. Yay, die unterhalten sich wieder. Sehr schön. Ich mag's immer noch.
Mein Donner ist riesig, noch eine Galaken überall befühlen und zu schmutzig. Er verhält sich weiterhin sehr verrückt, bald wieder abhauen, weil es der Sockensepp gesagt hat. Ist natürlich unschön. Und ich glaube, uns hätte die Chance haben, hier gerettet zu werden. Ted ist hungrig, dann ess doch was. Da ist was. This morning, that's some fresh air. Ja, guck mal raus. Ich meine, ihr seht's ein. Wir sind sowieso bald am Ende. Jetzt machen wir mal einen kurzen Ausflug. Und da ist Timmy wieder. Viel Wasser. Wow. Okay. Wir sind da rausgelaufen, haben eine Dose Essen gefunden. Wir hatten Angst um Timmy, aber er ist wieder da. Wir wurden wahrscheinlich verfolgt. Wir sind in die Feuerwehr gegangen. Nett. Wir dachten niemals, dass die Feuerwehrleute unserer Gegend irgendeinen Kult haben. Had such artistic souls. Was nochmal? Most of us were presently painted in black and red and the fireman helmet now have a crim skull symbol on them. Okay, in der Garage fanden wir auf jeden Fall Wasser. Außerdem eine Feuerwehraxt, natürlich, ist ja Feuerwehraxt. Er ist not sure about what he saw here. Okay. Und dann hat er, irgendwann wurden sie nicht mehr ganz so freundlich, haben uns einfach nochmal schnell so ein Bugspray in die Hand gedrückt und meint, wir sollen nichts erzählen, was wir jemals gesehen haben. Machen wir schon nicht. Ted sollte was trinken, Timmy sollte was essen. So rum. Dann machen wir das doch gleich mal. Ich hätte gerne noch so ein Erste-Hilfe-Kit, um Timmy zu retten. Das wäre jetzt richtig genial, aber er wird wahrscheinlich sterben. Weil er schon sehr lang krank ist. Er ist durstig, hungrig, krank, verrückt, erschöpft und müde. Ja, wir können es schaffen, sogar in Toronto. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Brauchen ein Boot. Das ist der schnellste Weg nach Europa. Wir wissen, dass du alles brauchst, deswegen kriegst du auch alles. Ich würde gerne Erste-Hilfe-Kit machen. Nein, wir machen nichts gegen die Kakerlaken. Ich brauche das Bugspray für ein Erste-Hilfe-Kit. Komm schon. Gönn mir das Erste-Hilfe-Kit, Leute. Hier. Hilf mir mal. Unsere Zeit wird kommen, aber jetzt nicht. Timmy sollte was essen. Dann isst noch was. Mach doch mal so ein verdammtes Erste-Hilfe-Kit. Wir können ja nicht nach der Munition suchen. Das heißt, sie wird jetzt weg sein. Obwohl wir sie sogar gesehen haben. Sie war hier. Toll. Du trinkst, du isst, alles cool. Mach jetzt mal ein Erste-Hilfe-Kit. About to go to sleep when we heard scratching coming from the door. Gut, dann machen wir sie erstmal mit der Axt kaputt. Los, mach sie platt. Wurden wir jetzt eigentlich erschossen? Das wäre irgendwie dann doch sau lustig. Oh, Timmy ist weg. Oh, Timmy. Wir dachten, das war einfach nur normal. Kindisches Benehmen. Aber er hat komplett seinen Verstand verloren. We found him on the doorstep of our bunker ready to leave, wearing a makeshift cape. Made of the toilet paper, he wrote himself the hero the wasteland needs. True calling all along. He wished us luck, turned around and left with a skip in his step. Okay, er ist abgehauen und dachte, er wäre ein Superheld. Ja, kann man machen. So, wir haben auf jeden Fall jetzt mit der Axt einmal die Gangster oder die Problemleute da fernhalten können. Wir haben nichts mehr zu essen. Fast nichts mehr. Ich glaube noch eine halbe Dose, wenn überhaupt, oder? Ja, eine halbe Dose. Wir haben viel Wasser. Komm, trink mal lieber was. Trink gegen den Hunger an. Nee, ans Radio gehen wir jetzt nicht. Ganz bestimmt nicht. Da kriege ich wieder nur Müll, wenn überhaupt. Wir brauchen jetzt wirklich ein bisschen Hilfe hier. Hallo. Ted hat Hunger. Trink mal was. Ausflug geht nicht. Wir haben keinen Padlock. Und wir möchten wieder mal an den See, an dem wir vor ein paar Jahren waren. Ja, kannst ja versuchen. Ich glaube, der Weg wird nicht einfach sein. Dieser Weg. Ted ist immer noch hungrig. Trink doch einfach mal was.
We always wanted a pet, but we just couldn't decide what to get. A cat, a dog, no matter. Okay. Wir haben jetzt hier ein riesengroßes Tier. Wir töten es mal mit der Knarre. Hoffentlich geht die Knarre nicht kaputt. Denn sonst sind wir beim nächsten Angriff der Banditen auf jeden Fall aufgeschmissen. Sie lebt noch. Das ist sehr gut. Kakerlaken sind weg. Okay. Ted sieht sehr schwach aus. Dann ist halt was. Mann, heul nicht rum. Es wird nicht gezockt. Auch wenn wir noch Wasser haben. Nein. Ist dann so schwer? Verstehst du es nicht? Müssen wir draußen ein Schild dranhängen. Hier wird nicht gezockt. Ted hat immer noch Hunger. Trink Wasser. Nein, wir gehen nicht da reingucken. Am Ende geht nur die Büchse kaputt. Das können wir uns einfach nicht leisten. Oh, ist zu Ende. Ist abgehauen, weil es kein Essen gab. Das wäre ärgerlich. Not used to madness that was consuming him any longer. Na, okay. Er ist seinem Sockensepp gefolgt. Wir sind bis Tag 62 gekommen. Sehr schade. Der Anfang war nicht ganz so geglückt, weil Dolores früh weg war. Wir haben aber schlechte oder böse Teacher, also Lehrer gesehen. Bisschen was haben. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und seid dabei, wenn es am Dienstag weitergeht mit 60 Seconds. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao.